Der deutsche Fußballer Mesut Özil tritt aus der Nationalmannschaft zurück. Er begründete diesen Schritt mit Rassismus und Respektlosigkeit ihm gegenüber. Zuvor hatte der 29-Jährige sein Schweigen gebrochen, er würde das umstrittene Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wieder machen. In einer mehrteiligen Erklärung auf Twitter wehrte sich Özil gegen seine Rolle als WM-Sündenbock. Die Affäre um das Foto war sowohl vor als auch nach dem Turnier in Russland Thema gewesen. Özil verwies auf seine türkischen Wurzeln. Sich nicht mit Erdogan zu treffen, hätte bedeutet, diese Wurzeln nicht zu respektieren, unabhängig davon, wer Präsident sei. In seiner Mitteilung griff der 29-Jährige zudem deutsche Medien an. Bestimmte Zeitungen würden rechte Propaganda betreiben.